Ja, danke, lieber Michael. Danke, lieber Harald. Wissen Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist heute kein Tag wie jeder andere. Und das ist auch keine Pressekonferenz wie jede andere, sondern da muss ich sagen, also das ist auch für mich ein sehr, sehr bedeutendes und durchaus bewegendes Ereignis. Und wenn ich dem Generalsekretär so zugehört habe, dann wird mir auch klar, wie hoch die Latte liegt, die mir die Partei gelegt hat. Aber ich bin trotz des vorgerückten Alters, kommen ja einige Jahre zusammen, einiges an Betriebsstunden, trotzdem guter Dinge und voller Tatendrang, dass wir das alles gemeinsam erfolgreich bewältigen werden. Mein ganz, ganz großes Dankeschön gilt zunächst einmal Harald Stephan, der wirklich in den letzten Tagen mit einer unglaublich ruhigen Hand, möchte ich sagen, mit einer großen Übersicht, ganz umsichtig die heutige Sitzung auch vorbereitet hat und sie ganz hervorragend auch orchestriert hat. Ich habe mir ein paar Mal gedacht, es muss irgendwie eine fast schicksalshafte Fügung sein, dass ausgerechnet ein Notar in dieser Situation, Kraft unseres Statuts in die Situation gebracht wird, die Dinge dann auch entsprechend abzuwickeln. Und lieber Harald, du hast das ganz hervorragend gemacht. Herzlichen Dank. Ich möchte mich aber auch von dieser Stelle aus bei allen Mitgliedern des Bundesparteipräsidiums bedanken, die ja heute auch vollzählig zu dieser Sitzung gekommen sind, sich die Zeit genommen haben, andere Termine nach hinten geschoben haben, verschoben haben und mit uns eine sehr, sehr offene und notwendige Diskussion auch geführt haben. Und alle Unkenrufe im Vorfeld dieser Sitzung sind Lügen gestraft worden. Das kann ich sagen. Es ist weißer Rauch aufgestiegen. Genauso, wie wir es eigentlich von Anfang an auch erwartet haben. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich mich sehr darüber freue, heute einstimmig als Kandidat für den Bundesparteiobmann designiert worden zu sein. Mir ist eines aber auch ganz wichtig festzuhalten, das letzte Wort, selbstverständlich, das letzte Wort, das hat der Souverän der Partei. Und das Souverän der Partei, das sind die Delegierten zum Parteitag. Und erst wenn die Delegierten auch ihre entsprechende Zustimmung zu dieser Personalentscheidung gegeben haben, dann werde ich entsprechend an die Arbeit gehen. Und zwar mit einer Mischung aus, glaube ich, der notwendigen Demut nach innen hin. Das ist mir eine ganz, ganz wichtige Grundeinstellung und der Energie und der Kraft, die es braucht, nach außen hin für die politische Auseinandersetzung, die sicherlich in den kommenden Wochen und Monaten eine sehr, sehr intensive sein wird. Meine Damen und Herren, es wird Ihnen aufgefallen sein, ich habe einige Tage der medialen Enthaltsamkeit hinter mir. Gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, aber wenn man dann doch einige Tage als Clubobmann de facto nichts sagen darf, ich habe mir selbst ein Schweigegelübde auch auferlegt, einfach deshalb, um die heutige Sitzung auch sozusagen in der notwendigen Ruhe dann auch abführen zu können und nicht durch irgendetwas auch eine Irritation vielleicht auszulösen. Aber wenn man dann selber nichts sagt, dann ist man in der Rolle des Beobachters. Und das ist für mich eine ganz interessante Erfahrung gewesen, weil ich sehr, sehr erstaunt gewesen bin in diesen letzten Tagen und Stunden, wie viel Aufmerksamkeit, ja, und Interesse, muss man sagen. Ja. Der Wechsel an der Spitze der Freiheitlichen Partei im gesamten politischen Spektrum und in der Medienlandschaft in Österreich ausgelöst hat. Also was da an Artikeln geschrieben worden ist, an Kommentaren, an Analysen von Journalisten, Experten, ehemaligen Politikern, das war doch eine Dimension, die mich einigermaßen überrascht hat. Und dann habe ich mir gedacht, schon interessant, ne? Das ist schon interessant, dass so viel Aufmerksamkeit von so vielen verschiedenen Seiten, dass das einer Partei zugute kommt und einer Personalentscheidung in einer Partei zugute kommt, von der viele sagen, dass sie eigentlich gar nicht besonders bedeutend ist im innenpolitischen Spektrum. Und das hat mich zur Erkenntnis gebracht, dass es in Wahrheit natürlich ganz anders ist und dass die Freiheitliche Partei ein Schlüsselspieler im innenpolitischen System der Zweiten Republik ist, gerade deshalb, weil wir in vielen, vielen Bereichen völlig anders sind als die anderen Parteien. Ich glaube, dass auch diese mediale Resonanz, die es in diesen letzten Tagen und Wochen gegeben hat, eines zum Ausdruck bringt, dass man uns sehr, sehr viel Positives für dieses Land zutraut. Ich glaube, das ist die Grundbotschaft, die man daraus ableiten kann, dass man es uns zutraut, eine wirkliche Verschiebung auch im Kräfteverhältnis dieser Republik zustande zu bringen. Und ich glaube, dass genau das notwendig ist
im Interesse der österreichischen Bevölkerung. Ich spreche hier von einer glasklaren Auseinandersetzung, von einer notwendigen Auseinandersetzung auf Bundesebene mit denjenigen, die glauben, dass sie ohne Widerstand weiter einen Staat im Staat betreiben können. Denen werden wir einen Strich durch die Rechnung machen. Ich spreche von einer glasklaren Auseinandersetzung mit denjenigen, die glauben, dass Freiheit etwas ist, das man immer nur einschränken muss, dass man den Menschen wegnehmen muss. Unsere Einstellung ist eine andere. Wir sagen, die Aufgabe des Staates hat es zu sein, die Freiheit des Einzelnen zu schützen. Es geht um eine Auseinandersetzung mit denjenigen, die allzu leichtfertig bereit sind, die Eigenständigkeit und Souveränität unserer Heimat aufs Spiel zu setzen. Da rede ich von Entwicklungen auf europäischer Ebene, die in Österreich von etablierten Parteien widerstandslos durchgenickt werden. Und ich spreche auch von denjenigen, die längst aufgehört haben, sich für die Identität der österreichischen Nation, unserer Heimat und unserer Bevölkerung einzusetzen. Auch dort wird es eine glasklare Auseinandersetzung geben. Die Liste ist bei Weitem nicht vollständig, aber ich kann Ihnen versprechen, ich löse mich hier nach der heutigen Veranstaltung nicht in Luft auf, sondern wir werden noch viele Gelegenheiten auch haben, uns miteinander auszutauschen, und dann werden wir das auch entsprechend weiter ergänzen. Und logischerweise wird das also eine Auseinandersetzung werden mit der türkisen Volkspartei, ja selbstverständlich. Ich halte ja diese türkise Volkspartei für das größte politische Blendwerk der Zweiten Republik. Das ist meine auf den Punkt gebrachte Kurzfassung der türkisen Volkspartei. Eine politische Show-Einrichtung, die die Menschen jetzt aus meiner Sicht zu lange getäuscht und zu lange hinters Licht geführt hat. Und natürlich werden wir uns auch mit denjenigen auseinandersetzen, in aller inhaltlichen Schärfe, die da eben auch notwendig ist, die dieser türkisen Volkspartei die Mauer machen, die ihr den Lebensverlängerer abgeben, die sozusagen dieses Spiel zu Lasten der österreichischen Bevölkerung mit betreiben. Und ich kann Ihnen sagen, die Auseinandersetzung ist eine harte, aber ich habe auch gelernt, in den Monaten, seitdem ich Clubobmann sein darf, dass es natürlich auch notwendig ist, Verbindungslinien zu anderen Parteien aufzubauen, zu pflegen und zu erhalten. Und die gibt es in alle Richtungen des politischen Lagers, in Richtung aller Parteien, die im Parlament vertreten sind. Meine Damen und Herren, wenn wir diese Auseinandersetzung machen, dann sind wir als Freiheitliche in einer Realkoalition mit sehr, sehr vielen Menschen in diesem Land. Das ist die Koalition, in der sich die Freiheitliche Partei schon jetzt befindet, nämlich mit den Menschen, die die Hoffnung haben, dass eine andere Art von Politik gemacht wird. Das kann man vielleicht so zusammenfassen, die Menschen, die eine Hoffnung haben auf eine lebendige, auf eine vitale, auf eine gradlinige Politik, auf eine empathische Politik und nicht auf dieses sterile, technokratische, wie wir es jetzt von Seiten vor allem der türkisen Volkspartei kennen. Ich glaube, das sind Menschen, die die Hoffnung haben, dass ehrlich mit ihnen umgegangen wird, dass man gradlinig kommuniziert, dass man konkrete Antworten gibt und die irgendwie angespeist sind von diesem politischen Einheitsbrei, von diesem Allerweltsblabla, den sie da täglich in vielen Bereichen aufgetischt bekommen. Und natürlich kenne ich auch die Experten, die jetzt ihre Prognosen abgegeben haben. Ich war ja eifriger Medienkonsument, wie ich schon erwähnt habe, und die gesagt haben, na, das wird gar nichts mit diesem neuen Parteiobmann, und für die FPÖ hat eine Talfahrt begonnen. Ich kann Ihnen nur eines sagen, hier vor Ihnen sitzt in Gestalt des designierten Parteiobmanns der Experte fürs Widerlegen von schlechten Prognosen. Das ist sozusagen auch eine Kurzfassung einer langjährigen politischen Tätigkeit. Und Sie wissen ja, die schönsten Geschichten im Leben und auch in der Politik, das sind immer diejenigen, wenn der unterschätzt wird, und in dem Fall spreche ich von der Freiheitlichen Partei, dann am Ende den Sieg für sich verbuchen kann. Und ich habe vor, im großen Verbund der Freiheitlichen Partei, beginnend vom Bund über die Länder bis hinaus in alle Gebietskörperschaften mit allen Funktionären und mit allen Ehrenamtlichen, diese freiheitliche Erfolgsgeschichte zu schreiben. Meine Damen und Herren, der Generalsekretär hat schon gesagt, ich habe 25 Jahre in verschiedenen Stationen Beiträge geleistet, würde ich sagen. Ich glaube, es waren sehr, sehr viele erfolgreiche Phasen der Freiheitlichen Partei dabei, und zwar sowohl was Oppositionszeiten als auch was Regierungszeiten betrifft. Also beides, sowohl Opposition als auch Regierung,
ist etwas, was das Anforderungsprofil einer Partei erfüllen können muss. Ein Problem gibt es nur dann, wenn man beides zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein will. Dann funktioniert es nicht, aber das ist nicht meine Einstellung, so an die Dinge heranzugehen. Ich habe 25 Jahre sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Man könnte auch sagen, ich habe das irgendwie auch von der Pike auf gelernt und der Name Jörg Haider ist heute schon gefallen. Ich glaube, man kann in vielen Bereichen keinen besseren Lehrmeister haben, als Jörg Haider einer gewesen ist. Und ich habe in all diesen Jahren natürlich auch sehr, sehr viele Säulen der Freiheitlichen Partei, tragende Säulen der Freiheitlichen Partei, persönlich kennenlernen dürfen und wertschätzen gelernt. Und da rede ich von unzähligen Funktionären, von Ehrenamtlichen draußen, die ohne einen Cent zu verdienen das Wertvollste, was sie haben, nämlich ihre Zeit in den Dienst der freiheitlichen Sache stellen. Und weil ich alles das in diesen 25 Jahren auch gelernt habe, weiß ich, welche enorme Kraft in diesem Team der Freiheitlichen Partei drinnen steckt. Und die Aufgabe wird es jetzt sein, diese positive Energie, die in diesem Freiheitlichen insgesamt liegt, zur Entfaltung zu bringen. Und das sehe ich als meine ganz, ganz große Aufgabe. Und es ist keine so schwierige Übung, wenn alle geschlossen an einem Strang ziehen. Wir haben das heute getan in unserer Parteipräsidiumssitzung. Und ich hoffe, dass es auch am Parteitag am 19. in die gleiche Richtung gehen wird. Wie gesagt, mir ist es wichtig festzuhalten, das letzte Wort hat der Souverän. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit meinen Stellvertretern, gemeinsam mit den Landesparteiobleuten, gemeinsam mit den Obleuten auf allen Ebenen der politischen Betätigung, mit den Funktionären, mit den Ehrenamtlichen, aber natürlich auch mit den Hauptamtlichen, die ein solcher Apparat braucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um sozusagen jedes mögliche PS aus dem freiheitlichen Motor herauszuholen. Das wird die große Aufgabe sein und die Partei so aufzustellen, dass sie für alle Eventualitäten gerüstet ist. Und ich sage auch etwas dazu, ich werde dieses Projekt in Angriff nehmen, ohne mich zu verbiegen. Also auch darauf können alle sich verlassen. Und ich lade alle ein, und ich habe das auch heute getan im Zuge der Präsidiumssitzung, auch Ihren Beitrag zu diesem großen freiheitlichen, nennen wir es Aufbruchsprojekt, ja, Freudenprojekt, zu leisten. Und ich glaube, wir werden schon bei den Wahlen in Oberösterreich die ersten Früchte hier auch ernten können. Ja, zu meinem Führungsstil vielleicht ein Wort. Das ist eigentlich ganz einfach auf den Punkt gebracht. Führen durch Zulassen. Ich halte ja die wirkliche Stärke oder Definition von Stärke, oder die besteht eigentlich darin, dass man Dinge zulässt und nicht, dass man Dinge verhindert. Und wer die Entwicklungen und auch die Aufstellung im Freiheitlichen Parlamentsclub in den letzten Monaten verfolgt hat, der wird, auch wenn er vielleicht politisch anderer Meinung ist, uns zugestehen müssen, dass wir dort in einer Breite mit Persönlichkeiten vertreten sind, wie das in der Vergangenheit, in der Öffentlichkeit nicht der Fall gewesen ist. Und das ist ein Modell, das mir auch für andere Bereiche vorschwebt. Und jetzt haben wir ja auch die Möglichkeit, den Bund und den Parlamentsclub noch enger zusammenzuführen und das alles mit den Ländern zusammenzuführen. Also ich glaube, das wird ein großes, wunderbares Gesamtprojekt. Und noch etwas ist mir wichtig. Wenn ich sage, führen durch Zulassen, so rede ich hier ja eigentlich auch von Selbstbestimmung. Und in einer Partei, die den Namen Freiheitliche Partei hat, ist Selbstbestimmung natürlich ein ganz, ganz hoher Wert. Das gilt fürs Individuum, das gilt natürlich auch für die verschiedenen Landesgruppen. Und das ist ja kein Geheimnis, dass das, was in Salzburg oder was in Linz richtig ist, in Wien vielleicht falsch sein kann und umgekehrt. Ja? Und das ist die entscheidende, glaube ich, politische Flexibilität, die es braucht, auf Basis von gemeinsamen Grundsätzen, dann trotzdem die Entscheidungs- und Manövriermasse im jeweiligen Bereich zu haben, die es dort aufgrund der entsprechenden Gegebenheiten braucht. Und so werde ich das anlegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Aufgabe und ich denke, dass am Ende nicht nur die Freiheitliche Partei ein Gewinner sein wird, sondern die österreichische Bevölkerung.